Berechne die Induktivität einer 16 cm langen Spule mit 10.000 Windungen, deren Flächeninhalt 4 mal 10 hoch minus 4 Quadratmeter beträgt. Diese Länge groß L der Spule misst 16 cm, also 0,16 Meter. Die Anzahl Windungen groß N der Spule beträgt 10.000. Der Flächeninhalt groß A vom Querschnitt der Spule beträgt 4 mal 10 hoch minus 4 Quadratmeter. Wir suchen die Induktivität großes rundes L von dieser Spule, die wir ausdrücken in Henry. Und um die herauszufinden, nutzen wir diese Formel. Das ist die Definition der Induktivität einer Spule. In dieser Formel ersetzen wir μ durch μ0, die Permeabilität des Vakuums oder der Luft, und μ0 beträgt 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7 Teslameter pro Ampere. Wir ersetzen groß N durch 10.000, also 10 hoch 4, groß A durch 4 mal 10 hoch minus 4 und groß L durch 0,16. Und somit finden wir als Induktivität der Spule Pi Zehntel, das heißt ungefähr 0,314 Henry.